Deutschland ist ein Schlaraffenland für Sauen. Klimaveränderung und Neugestaltung der Agrarlandschaft in Deutschland bieten Wildschweinen optimale Lebensbedingungen und ein nahezu ganzjähriges Fraßangebot sorgt für die imposante Vermehrungsrate von 260% pro Jahr. Das Risiko von Schweinepest und großen Schäden in der Landwirtschaft steigt enorm. Mein Name ist Karl-Heinz Bremer, ich bin hier Gattermeister im Schwarzwildgatter Zelenik seit 2006 von Beginn an. Ich möchte Ihnen einen Gesamteindruck vom Schwarzwildgatter Zelenik vermitteln, was die Anlage betrifft. Die Anlage ist flächenmäßig außerordentlich großzügig gestaltet. Die Gesamtgröße beträgt ungefähr 8 Hektar, ausgestattet mit einem wunderbaren Biotop, wo sich Sauen einfach auch wohlfühlen. Artgerechte Haltung bringt auch artgerechtes Verhalten und das brauchen wir ja für das Anliegen, was wir haben. Eine Übung mit Hunden durchzuführen, die sie dann letztendlich zur Brauchbarkeit für die Jagd auf Schwarzwild führen. Mithilfe der Jagd lassen sich die Bestände effektiv reduzieren. Jagdhunde auf die Schwarzwildjagd vorzubereiten, ist daher ein Gebot des praktizierten Tierschutzes. Für diese Aufgabe gibt es die Schwarzwildgatter, die der Vorbereitung und Prüfung von Hunden zur Jagd dienen. Der Biotop, besonders im Ruhegatter, sollte sehr divers sein. Und wir haben ja die schöne Passage hier eben gesehen mit den Erlen, schattenspendend, aber auch im Hintergrund sehen wir immer wieder Farnkraut. Die Belastung des Ruhegatters muss sich in Grenzen halten. Und Farnkraut ist außerordentlich wichtig für das Leben des Schwarzwildes. Sie brauchen Farnkraut für Ruhekessel, sie brauchen Farnkraut für Wurfkessel, sie brauchen Farnkraut einfach, um auch sich mal große Schutzburgen zu bauen, als Schutz vor Fliegen und Insekten. Alles das finden Sie hier im Schwarzwildgatter Zelenik vor. Die Hauptfrage ist, warum Jagdhunde ausbilden im Schwarzwildgatter? Wir haben riesig ansteigende Schwarzwildbestände, viele Schäden in der Landwirtschaft und wir haben viele Jagdhunde, die sich bei der Jagd auf Schwarzwild verletzen oder sogar so schwer geschlagen werden, dass sie an den Verletzungen verenden. Deshalb ist unsere Prämisse, jeder Jagdhund, jeder junge Jagdhund soll im Schwarzwildgatter geprägt werden, dass er sein Verhalten anpassen kann, er lernt, dass Schwarzwild wehrhaft ist und lernt zu taktieren, er lernt selbstständig zu arbeiten. Aus unserer Sicht sollte jeder Hund, bevor er ins Treiben geschickt wird und selbstständig arbeiten soll, im Schwarzwildgatter vorbereitet werden. Schwarzwildgatter sind meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig für die Hundeausbildung, für die Wildschweinjagd, weil die Hunde optimal vorbereitet werden auf die Jagdpraxis. Und sie sind auch tierschutzgerecht, das haben wissenschaftliche Untersuchungen gezeigt. Man hat das Stressverhalten von Wildschweinen im Gatter untersucht. Man hat Speichelproben genommen, hat Stresswerte untersucht vor und nach einer Übung. Und da gibt es einfach keine Unterschiede. Das heißt, für das Wildschwein macht das keinen Unterschied, ob der Hund da ist oder nicht. Aber für den Hund macht es schon Unterschied. Also Hunde, die im Schwarzwildgatter ausgebildet wurden, die sind einfach tauglicher für die Jagd. Wir führen den Hund an der kurzen Führerleine direkt ans Schwarzwild heran. Der Hund sieht das Schwarzwild und kann seine Grundveranlagung am Schwarzwild zeigen. Wir sind dabei, wir können den Hund anrüden, können ihn unterstützen. Und dieser Ausbildungsschritt ist sehr wichtig für die jungen Hunde. Im zweiten Ausbildungsschritt gehen wir mit der langen Führerleine an das Schwarzwild heran. Er kann Standlaut geben, aber es kann auch nichts passieren, weil wir ihn an der Leine haben. Wir lassen ihn auf kurze Distanz am Schwarzwild arbeiten. Im dritten Ausbildungsschritt gehen wir mit dem Hund mit der kurzen Führerleine bis auf Sicht an das Schwarzwild heran und können den Hund unterstützen oder auch ein bisschen zurücknehmen, je nach Verhalten des Hundes. Im vierten Ausbildungsschritt schnallen wir den Hund, lassen ihn selbstständig suchen auf dieser Fläche von 2 bis 2,5 Hektar. Wenn er gefunden hat, das Schwarzwild, unterstützen wir ihn, rüden ihn an oder nehmen ihn auch zurück. Im letzten Ausbildungsschritt lassen wir den Hund selbstständig suchen und selbstständig arbeiten. Dort arbeiten wir sehr prüfungsnah. Das heißt, er muss in 5 Minuten das Schwarzwild finden
und dann konsequent 3 Minuten am Schwarzwild arbeiten. Jeder Hund sollte vorbereitet werden auf die Schwarzwildjagd. Nur dann kann er diese schwierige Aufgabe auch bewältigen. Tierschutzgerechte Ausbildung wird in den Schwarzwildgattern in Deutschland ganz groß geschrieben. Also wenn ich Sau wäre, würde ich hier auch einziehen im Schwarzwildgatter Zedelnick. Wir haben ja wirklich alles, was Sie brauchen. Ich sage immer für Außenstehende, das ist hier 4 Sterne plus. Mehr geht nicht als das, was wir hier den Sauen bieten können.